Ja, guten Tag, sehr verehrte liebe Besucherinnen und Besucher. Real einige gekommen, vielen Dank, trotz des Wetters. Digital können wir Sie auch herzlich begrüßen im Netz. Wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung aufnehmen können, dass wir sie erweitern können vom Publikum. Es ist ein weiterer Höhepunkt im Rahmen unseres Begleitprogramms zur Ausstellung Toyen, der ersten Einzelausstellung in Deutschland zu dieser Künstlerin, den wir jetzt erleben. Vor 3 Tagen war noch Annie Lebrun, die Poetin und künstlerische Weggefährtin Toyens, aus Paris angereist, hat darüber gesprochen, wie wichtig die Poesie für Toyen in den 1960er, 70er Jahren in Paris war. Heute wollen wir zusammen zurückkommen zu den frühen Jahren von ihr, den 1920er, 30er Jahren in Prag, und kommen damit so ein bisschen auch zurück zu einem Konzert, das der Deutschlandfunk Kultur ja gemacht hat in unserem Haus mit Musik aus dieser Zeit, aber ergänzen das jetzt um die Reflexion der Musik und auch der Musiktheorie und der Poesie, der Theorie und der Literatur der Zeit. Das Begleitprogramm wird großzügig gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen auch persönlich bei Herrn Martin Horak. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir es auch in Kooperation mit der Universität Hamburg machen können und heute von der Universität 2 der ganz großen Expertinnen hier bei uns. Es ist ein großes Glück, dass diese geballte Kompetenz zur tschechischen Kultur und Kunst hier in Hamburg ist. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass die beiden Professoren jetzt hier vor Ort am Sonntag kommen, um uns, um Ihnen hier gemeinsam ein bisschen zu versuchen, dieses frühe Umfeld der Künstlerin zu erläutern. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich schon im Vorhinein der Ausstellung bei der Vorbereitung immer mal wieder mit Frau Professor Tippner reden durfte. Und eben ja, dadurch auch schon sehr viel erleben und erfahren durfte. Ich darf Sie vorstellen, Frau Professor Tippner ist seit 2021 Professorin für slawistische Literaturwissenschaft an der Uni Hamburg. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Instituts für Slawistik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Extremsituationen als ästhetische und kulturelle Herausforderung, Repräsentation der Shoah und postkatastrophische Narrative in komparatistischer Perspektive, sozialistische Kinderliteratur und Kindheitsmodelle sowie, und das ist für unseren Zusammenhang jetzt besonders spannend, ästhetische und theoretische Positionen des Surrealismus und der Avantgarde. Und das eben auch in Prag, und ihre Schrift Die permanente Avantgarde, Fragezeichen, Surrealismus in Prag, war auch für mich und uns in der Vorbereitung schon ganz wichtig. Aktuell hält sie ein Seminar mit Frau Professor Petra Lange-Berndt, Professorin für moderne und zeitgenössische Kunst am Kunstgeschichtlichen Seminar in Hamburg, zu diesem Thema Revolution und Magie, Surrealismus in Prag. Ebenfalls von der Universität Hamburg ist jetzt Frau Professor Dr. Ivana Rentsch bei uns. Sie ist seit 2013 Professorin für historische Musikwissenschaft an der Uni und Leiterin des Instituts für historische Musikwissenschaft. Ihre Forschungsschwerpunkte, und das haben wir auch, werden wir gleich ein bisschen hören, ist das Musiktheater des 17. bis 20. Jahrhunderts, Musik und Nationalismus sowie natürlich die tschechische Musikgeschichte. Für unseren Zusammenhang hier wiederum besonders interessant ist, dass sie ihre Doktorarbeit an der Universität Bern über Bozislav Martinus Opern der Zwischenkriegszeit verfasst hat. Und entsprechend ist sie Mitherausgeberin nicht nur vieler grundlegender Publikationen, unter anderem Musiktheorie und Musikforschung, sondern auch der Bozislav Martinus Complete Edition im Prager Bärenreiter Verlag. Die dritte Referentin sehen Sie jetzt im Moment hier nicht auf der Bühne, aber sie ist praktisch digital bei uns zu Gast. Sie ist nämlich in Prag, und sie kommt aus Prag und konnte leider aus Prag nun wegen der Corona-Umstände nicht persönlich anreisen, trotz der allseitigen Bemühungen, dieser Einladung zu folgen. Es ist Frau Dr. Anna Pravdova von der Nationalgalerie Prag. Sie ist dort meine Kuratorenkollegin, zuständig fürs 19. und 20. Jahrhundert, fürs 19. und die klassische Moderne in der Nationalgalerie Prag. Und sie hat sich intensiv mit den tschechisch-französischen Beziehungen auseinandergesetzt, auch in Ausstellungen. Und mit Annie Lebrun, die ich eben schon nannte, ist sie meine Co-Kuratorin für diese Ausstellung Toyen, diese erste internationale Ausstellung, die ja auch in der Nationalgalerie Prag und im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris jetzt demnächst gezeigt wird. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie uns ihre Beiträge, ihre Statements digital gesendet hat. Die werden dann gleich eingespielt.
Co-Kuratorin für diese Ausstellung, deren deutsche Fassung ich hier initiieren konnte und konzipiert habe, so dass wir Vergleichswerke in der Ausstellung sehen. Sie können das oben sehen. Wir zeigen die Vorbilder mit Henri Rousseau. Wir zeigen Einflüsse, die Toyen gehabt haben kann, die sie gesehen haben kann in Paris von Paul Klee, von Max Ernst. Wir zeigen ihre Weggefährten der 30er Jahre mit den französischen Surrealisten wie Yves Tanguy oder auch Salvador Dali. Was wir aber nicht zeigen können, neben diesen ganzen Vitrinenmaterialien, ist eben doch dieses Umfeld, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, weil es sich einfach schlecht visualisieren lässt. Und dennoch ist doch die Theorie und die enge Verbindung mit der Poesie der bildenden Künstler und die etwas weitere Verbindung mit der Musik der bildenden Künstler in der Zeit ganz wichtig und auch Teil des künstlerischen Ursprungs von Toyen. Grundlage für das, was sie dann begründet, den Artifizialismus. Grundlage der Bewegung, über die wir gleich mehr erfahren, die Wetzel, der sie sich schon 21-jährig anschließt. Und eben diesen Kontext wollen wir jetzt betrachten in zwei Schritten, erst die 1920er Jahre und dann die 1930er Jahre. Um diesen Kontext von Toyens Revolte und ihrer Kunst zu verstehen. Und dafür freue ich mich jetzt, das Wort übergeben zu dürfen an Frau Professor Tippner, die nicht nur Spezialistin, aber auch Spezialistin zu Karel Teige ist, dem Kopf und Theoretiker dieser Künstlergruppe und auch der späteren tschechischen Surrealistengruppe. Und ich übergebe auch den Pointer. Ja, also auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Görgen, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und es ist mir eine Freude, hier heute über Prag in den 20er und 30er Jahren und die Avantgarde-Bewegung der Zeit sprechen zu dürfen. Prag 1920, in der Zeit, in der Toyen und die Künstler und Künstlerinnen, über die wir jetzt sprechen werden, ihren künstlerischen Weg beginnen, ist ein Ort, der ganz stark geprägt ist von Optimismus, von Aufbruchsstimmung. 1918 hat die Tschechoslowakei die Eigenstaatlichkeit wieder erlangt, ist ein eigener Staat geworden und diese Aufbruchsstimmung, also das Gefühl, jetzt in diesem neuen eigenen Staat etwas schaffen zu können, das überträgt sich auch auf die Künste. Die Künstler sind ganz stark motiviert, sich gesellschaftlich zu engagieren für den neuen Staat. Und diese Zukunftsgewandtheit, diese positive Stimmung, die manifestiert sich vor allen Dingen auch in der Bewegung des Poetismus. Sie sehen hier auf der Folie einige Auszüge aus dem Manifest des Poetismus, das von Karel Teige verfasst worden ist. Und es ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, sich einfach nochmal sozusagen vor Augen zu führen, wo die Schwerpunkte dieser poetistischen Bewegung lagen, nämlich Kunst als Modus vivendi, als Lebensform, als ein Ineinandergreifen verschiedener Künste, darüber werden wir heute noch sprechen, und als etwas, das den Bereich der engen Kunst überschreitet und ausgreift und sich inspirieren lässt von Formen wie dem Zirkus, Populärkultur, wie dem Varieté oder dem Kabarett. Und das können Sie alles auch in der Ausstellung sehr schön sehen, in den frühen Bildern, die ganz stark eben geprägt sind auch von diesen Motiven. Also am Poetismus lässt sich die Grundstimmung der tschechischen Gesellschaft um 1920 sehr gut ablesen. Und ein weiterer Aspekt, der wichtig ist und der auch für die Künstler, die sich dann im Devetzil in der ersten wichtigen Künstlerbewegung organisieren, ist auch der Wunsch, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, eine sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen. Die viele der Künstler wie Karel Teige, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert sind entweder Mitglied der Kommunistischen Partei oder der Sozialdemokratischen Partei und versuchen sozusagen eine linksorientierte Avantgarde zu schaffen. Der Schriftsteller Vladislav Vančura schreibt, neu, neu, neu ist der Stern des Kommunismus, seine Gemeinschaftsarbeit schafft einen neuen Stil und es gibt keine Modernität außer dieser.
Ja, hier sehen Sie nochmal ein Bild von Karel Teige und eines seiner frühen Werke, das den Titel trägt Eine Welt, die lacht, Svet, který se směje. Und an dieser poetistischen, heiteren Befreiung der Kunst und des Wortes arbeiten eben Theoretiker wie Karel Teige, aber auch Schriftsteller wie Konstantin Biebel, Jaroslav Seifert, der in den 80er Jahren dann den Nobelpreis für Literatur erhalten wird, aber auch Theaterautoren wie Jerzy Woskowetz und Jan Werdich zusammen. Und ihr Gegenstück, ihr Pendant der Kunst sind eben die Malerin Toyen und ihr Weggefährte Stierski. Vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen an dieser Stelle, alle sind enorm jung, fast so jung wie das Jahrhundert. Alle sind um 1900 geboren und dieser jugendliche Elan, der macht sich in den Texten bemerkbar. Und man sieht an dem Buchcover von Teige auch sehr schön, wie sehr die Künstler und Künstlerinnen bemüht sind, die Welt nach Prag zu holen. Teige reist nach Moskau, er reist nach Paris, Toyen und Stierski reisen durch Frankreich und es gibt diesen großen Versuch, alle diese Einflüsse, die die Moderne auszeichnen, nach Prag zu holen. Russischen Konstruktivismus, das Bauhaus, Dada, aber eben auch den Zirkus und Filme von Charlie Chaplin. Ja, hier sehen Sie nochmal ein Bild aus der Ausstellung, das Sie in der Ausstellung bewundern können, von Toyen. Und wichtig ist vielleicht an diesem Bild eben zu sehen, dass das etwas ist, dieses Interesse für den Zirkus, für das Varieté, für das Kabarett, dass Sie mit Ihren Mitkünstlern in der Gruppe des David Ziel und im Poetismus teilt. Ja, also dieses Interesse an Populärkultur, an einer Überschreitung der akademischen Kultur. Diese Motive sind also nicht zufällig, sondern Ausdruck eines inneren Programms. Ich sagte gerade, dass die beiden Künstler Toyen und Stierski mit dem Artifizialismus so eine Art bildkünstlerisches Gegenstück oder Pendant zur literarischen Bewegung des Poetismus schaffen wollen. Und man sieht an beiden Bewegungen, und das bringt auch dieses Zitat, was Sie auf der Folie lesen können, zum Ausdruck, dass es ein großes Interesse gibt am kreativen Prozess, daran, wie neue Wirklichkeiten anders ausgedrückt werden können, wie auch das Unbewusste in die Kunst Einklang finden wird. Vjatoslav Nezval wird später in einem seiner Texte von der Psyche in der Kunst sprechen. Und ich glaube, das Zitat von Stierski und Toyen, in dem sie das Programm des Artifizialismus als poetisches Programm beschreiben, bringt es die gleiche Idee zum Ausdruck und weist auch schon darauf hin, auf die surrealistischen Interessen. Also wir haben hier eine Prager Bewegung, den Poetismus, den Artifizialismus, die in vielen Hinsichten schon Grundhaltungen, Ideen mit dem Surrealismus, so wie er in Paris von Breton und Éluard und Aragon, Max Ernst entwickelt worden ist, teilt. Dies ist noch ein weiteres Beispiel, was ich anführen möchte, weil sich da etwas anderes sehr schön zeigt, was ganz zentral ist für die Kunst der 20er Jahre in Prag, nämlich diese Verbindung verschiedener Künste. Sie sehen auf dem Bild Woskowetz und Werdich, die Gründer des befreiten Theaters, des Osvobozhené divadlo in Prag, die auch viele Filme gedreht haben, die heute noch populär sind und im tschechischen Fernsehen laufen. Und die Theaterstücke von Woskowetz und Werdich, das waren intellektuelle Clownerien und Bühnenimprovisationen, Verkörperungen dieses kollektiven Geistes der Avantgarde, weil sie eben stark auch mit Musikern wie Jaroslav Ježek zusammengearbeitet haben, über den Ivana Rentsch gleich sprechen wird, weil die Bühnenbilder von Künstlern geschaffen worden sind. Und man kann an diesen Theaterstücken aber auch schon sehen, was in den 20er Jahren sich dann zunehmend
Verstärkt ist das politische Engagement, also Politsatiren und ein größeres Interesse an einem politischen Zusammenwirken von Kunst und Gesellschaft. So. Jetzt kommt, glaube ich, der erste Beitrag von Frau Pravdova aus Prag. Good morning. I am happy to participate to this matinee dedicated to Twain. And as a co-curator of the exhibition, I will make a short introduction on Twain in the context of the interwar Czechoslovak art scene. I will share my screen with you. After a short period of her study at the School of Applied Art in Prague, during her holiday on Korčula in Dalmatia during the 1922, Twain met the painters Jindřich Tyrský and Jiří Jelínek. This encounter was crucial and influenced the future direction of Marie Červinová, which was a civil name of Twain. Until his death in 1942, Tyrský remained her artistic partner and the closest friend. The following year, in 1923, all three of them joined the movement Devět sil, the avant-garde Czechoslovak movement. Founded in the Café Union in October 1920, Devět sil was active between 1920 and 1931 in Prague and between 1923 and 27 in Brno. The Prague group produced the magazines Revue Devět sil and Disc. The members of Devět sil included artists, theorists, writers, architects, theater directors, musicians, and other representatives of the local leftist culture. Karel Tajke, Devět sil's main initiator and theorist, aimed to make art as widely accessible as possible, especially to the proletariat, the main focus of Revue Devět sil. Also in 1922, Devět sil edited the revolutionary journal Devět sil and the anthology of the new beauty Life II, in which it clearly laid out its position toward the European avant-garde. In 1923, emerging and soon prominent artists such as Jindřich Tyrský and Twain joined the Devět sil. The group formulated a movement that they called Poetism. It was a mainly literary movement, and its poems were describing ordinary, real things and everyday life, dealing mainly with the present time, or were turned to the exotic countries and distant journeys. In the field of the visual art, the Poetism promoted the so-called pictures poem that can be done by everybody, and that for several members of Devět sil replaced the classical paintings, at least for some times. It was, for example, the case of Tyrský. In November 1923, Devět sil held its second show named Bazaar of Modern Art, which renounced, not only through its title, the traditional format of the gallery exhibition. The curator, Karel Tajke, found the inspiration for the title, and in part also for the conception, in the famous first international Dada Fair organized between June and August 1920 in Berlin by German Dadaists, the opponents of all existing rules in visual arts. Devět sil aspired to a similar scheme, but the catalogs show that these exhibitions were in the end somewhat different. While the catalog of Dada Fair filled with provocative text resembling something between an advertising brochure and pamphlets, the Prague catalog had no text and only contained a list of the artworks which were created using traditional techniques. However, the following items appear at the end of the list: mechanical and photogenic beauty, represented by Man Ray's photographs, film machine ships, a modern sculpture, ball bearing, and the fashion sculpture, which was in fact a mannequin
passed from her salon and street and street theater and biomechanics of sports, represented by clippings as reproductions of machine ships and so on. According to witnesses, the exhibition also included a protest against the practice of painting portraits in the era of photography. It featured a mirror with an inscription saying, "Your portrait spectators." I am showing you here a small reconstruction that we made of this exhibition that we made inside our permanent collection in the National Gallery in Prague. And here another tentative of reconstruction, which was made in 1986 in Brno, because there is no photographs of this exhibition from the period. An obligatory blasphemous banner declared that new art will cease to be art, which is a statement by Russian writer Ilya Ehrenburg. Fajenštýrský and Jelínek took part of this show. It was the first time that Maria Čermínová presented herself in public, and for that occasion, she began to use the pseudonym Twyen, reportedly based on the French word citoyen, citizen. She exhibited there, inter alia, paintings that were close to purism and constructivism, assembled from striking colored areas and plants that used a similar principle that in the paintings Ice Cream or Eccentric that I am showing you here. At the end of 1924, Twain set out for a several-month trip around France, which he depicted in detail in a sketchbook. Her exhilarating experiences utterly changed Twain's artistic style, and she began to capture the street, circus, and folk entertainment in a poetic, naivist style reminiscent of Henri Rousseau. Henri Rousseau had a big impact on the Czech artistic avant-garde, as his self-portrait were purchased by the Czechoslovak state, together with other important French artwork from 19th and 20th century, already in 1923, during an exhibition of French art that took place in Prague. This so-called primitivist and naive paintings was typical for the artistic production during the first years of the Vietzel group. In autumn of 1925, Štýrský and Twyen left for Paris for 3 years. They did not follow the local artistic movements, but created their own artificialism, whose basic postulate was the identification of the painter with the poet. For Karel Taige, the artificialism was the visual equivalent of the poetism in literature. In a published manifesto that you can see here, Twain and Štýrský theoretically distanced themselves from cubism, abstraction, and surrealism, and stressed the role of poetry. In fact, it was a synthesis of the two latest trends on the Paris art scene, the non-figurative painting and surrealism. While they worked with reminiscences, memories, and dreams, their work from 1926 and 1928 also manifested unparalleled free treatment of the painting technique. Their paintings came to existence with the help of stencil, airbrush guns, and other tools. They also worked sand into the paintings, and especially Twyen proved to be very inventive. In layering paint and structuring the surface with various types of brushes and spatulas. Štýrský and Twyen presented their artificialist paintings at two prestigious Parisian galleries and went back in Prague in Aventinská Mansarda Gallery. The catalogue foreword was written by Karel Taige, who underlined the connection between the artificialism and the poetism. Ja, die Verbindung war also extrem eng.
Die Identifikation des Malers mit dem Poeten war das Grundpostulat für den Artifizialismus. Und wie Frau Tippner es auch gesagt hatte, es ist eben das visuelle Gegenstück der Artifizialismus zu dem Poetismus für Karel Teige. Wie sah es denn mit der Musik aus? Während die Verbindung mit der Poesie so eng war, war das mit der Musik wohl weniger eindeutig und weniger eng. Und darüber wird uns Frau Professor Rentsch jetzt etwas erzählen. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Muss ich das hier immer rein? Ich muss, okay, wunderbar. Ich freue mich, in diesem Rahmen in einer Kunsthalle über Musik sprechen zu können. Das ist nicht unbedingt der Auftrittsort, den ich gewohnt bin. Normalerweise ist es eher die Elbphilharmonie oder die Leishalle. Ich freue mich umso mehr, eine Gelegenheit zu haben, hier darauf hinzuweisen, wie eng die Künstlerinnen und Künstler jeweils zusammenwirken und dass, auch wenn die Auftrittsorte dann unterschiedliche sind, die Ideen und auch die Probleme, die man mit Kunst bewältigen will, ja doch dieselben sind. Es ist, die künstlerischen Ausdrucksformen sind denselben gesellschaftlichen Gegebenheiten verbunden und entsprungen. Und deshalb stellt sich durchaus auch die Frage nach der Musik im Surrealismus. Dieses Fragezeichen, was Sie sehen, um das dreht sich mein heutiger zweiteiliger kurzer Beitrag. Surrealistische Musik ist schnell gesagt. Die Frage ist, was ist das überhaupt? Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie die Ausstellung schon gesehen haben oder Sie auch nachher sehen, dass von Musik eigentlich herzlich wenig die Rede ist. Ich glaube, kurz wird mal erwähnt, dass Troyen oder vielleicht auch im Katalog ein Faible für Jazzmusik ihrer Zeit hatte. Das ist auch ungefähr das, was man konkret zu Troyen sagen kann. Mir geht es also jetzt nicht darum, die musikalischen Vorlieben der Künstlerin jetzt zu erläutern, sondern einfach eher grundsätzlicher Natur die Frage, wie geht man musikalisch mit den Bedingungen um, die der Surrealismus setzt. Die Ausgangslage ist denkbar schlecht, weil der eigentliche Gott des Surrealismus, André Breton, der Autor der einflussreichen surrealistischen Manifeste. Breton hat enge Verbindungen dann auch nach Prag, ist auch mehrfach in der Tschechoslowakei, also der Austausch ist sehr eng. Und Breton hat in Paris, ja, er ist das Epizentrum des Surrealismus. Bei Breton hat man jetzt das Problem, er hasste buchstäblich Musik. Es gibt zahllose, unglaublich abwertende Aussagen zur Musik. Eine, die ich auf die Distanz schlecht lesen kann, vielleicht hier. Ich lese es gleich in Deutsch vor. Die Übersetzung ist sehr wörtlich, damit Sie also nicht einen stilistischen Genuss haben, aber damit wir möglichst nah am Original sind. Ich kann den Unterschied zwischen zwei Tönen nicht erkennen. Die Zusammenhänge zwischen den Tönen, aus denen die Musik besteht, entgehen mir völlig. Ich werde auf dieses Zitat gleich nochmal zurückkommen. Die Konsequenz ist mit Händen zu greifen. Man Ray hat das wie folgt formuliert. The Surrealists disapproved of music. There were no musicians in the group since they were considered of an inferior mentality. Das heißt, Musik spielt im Surrealismus keine Rolle. Nicht nur das, Musiker, Musikerinnen waren geistig gleich noch unterlegen. Das ist eine heftige Folge. Breton hasste Musik. Er hat auch mehrfach zu Komponisten auch gesagt, unter anderem zu André Souris, ein surrealistischer Komponist aus Belgien, aus Brüssel. Er sei amusikalisch, er könne Töne nicht auseinanderhalten und es sei ihm auch egal. Es ist aber nicht nur die persönliche Aversion Bretons, die gegen Musik im Surrealismus spricht, sondern es ist auch ein ganz grundsätzlicher künstlerischer Grund, der für eine große Skepsis bei den Surrealisten sorgte. Und diese Skepsis beruht auf dem, was Breton sehr holzschnittartig beschreibt, dass ihm die Zusammenhänge zwischen zwei Tönen entgehen. Das Problem ist,
Wenn Sie keinen Zusammenhang zwischen Tönen haben, haben Sie auch keine Musik, sondern nur einen Ton. Das heißt, Musik haben Sie erst, wenn Sie mindestens zwei Töne haben. Wenn Sie die nicht aufeinander beziehen können, haben Sie keine Musik. Das heißt, die Kunst ist per se vom Tisch. Das ist sicherlich auch die Idee hinter dieser Aussage. Der zeichentheoretische Grund für die Ablehnung von Musik, der uns auch weiter jetzt heute noch beschäftigen wird, ist aber der, dass der Surrealismus im Grunde ein objektbezogenes Phänomen ist. Sie brauchen Bilder, die Sie wiedererkennen, Gegenstände, die Sie wiedererkennen. Die Irritation kommt dadurch zustande, dass Sie Versatzstücke wiedererkennen, die nicht zueinander passen. Beispielsweise bei Hlass Lesser die Stimme des Waldes, irgendwie so was, was an eine Kleidung erinnert, aber der Kopf fehlt. Da, wo der Kopf wäre, ist ein Loch. Aber um diese Irritation zu erleben, dass da irgendwas fehlt und da ein Loch ist, müssen Sie erkennen, dass das ein Gefäß ist. Oder die ganzen zerlaufenden Uhren von Dalí, Sie können im Grunde jedes surrealistische Gemälde nehmen. Sie erkennen immer einen Gegenstand, mit dem irgendwas Komisches passiert. Und das, was unerwartet passiert mit diesem altbekannten Gegenstand, das ist diese Irritation, die eigentlich beabsichtigt ist und die zu einer Surrealität führen soll. Das soll uns dazu animieren, die Realität hinter uns zu lassen und auf eine höhere Stufe zu kommen. Der Ausgangspunkt sind aber immer Objekte. Die bildenden Künste können das natürlich am allerbesten, die sind darauf spezialisiert. Die Varianten sind endlos, es gibt unfassbare Möglichkeiten und das ist ganz wunderbar. Sie können im Grunde jedes Bild der Ausstellung nehmen, jedes irritiert und lassen Sie sich irritieren und genießen Sie das. Die Literatur kann das auch, die kann konkrete Bilder benennen, die kann Texte zertrümmern, Irritation durch eigentümliche Geschichten oder Narrationen oder auch das Fehlen von Narration erzeugen. Bei Musik haben Sie nur Töne. Ein A spricht nicht zu Ihnen. Sie können keinen Apfel komponieren, Sie können keinen Baum mit Tönen malen, das ist absolut unmöglich. Ich spreche von Instrumentalmusik, nicht von Vokalmusik, weil da haben Sie ja wieder Text als Krücke. Aber Sie können unmöglich Gegenstände komponieren. Das heißt, damit ist Surrealismus für Musik eigentlich nicht möglich. Zeichentheoretisch unmöglich. Das führte zur Ablehnung von Musik bei den Pariser Surrealisten, natürlich befördert durch Breton, der Musik eh hasste. Aber es ist ein Problem. Was Breton in einem sehr berühmt gewordenen Zitat in seiner Schrift über den Surrealismus und die Malerei dann auch ganz klar benennt. Das ist das einzige lange Zitat, das ich habe. Ich möchte es Ihnen aber nicht vorenthalten, weil Breton an dieser Stelle sehr genau die Malerei und die Musik gegenüberstellt und ganz klar die Priorität der Malerei benennt. Also diesen unterschiedlichen Graden an Eindrücken entsprechen die ziemlich genauen und distinkten, also unterscheidbaren geistigen Realisierungen in der bildenden Kunst. Die Musik kann distinkt sein, klar, präzise, weshalb es mir erlaubt sei, dem plastischen Ausdruck einen Wert zuzuordnen, den ich im Gegensatz dazu dem musikalischen Ausdruck immer verweigern werde, der von allen der allerkonfuseste ist. Da ist es, ne? Musik ist konfus. Wenn wir alle ein Stück Musik hören, wir werden es nachher komplett anders beschreiben. Tatsächlich stehen die klingenden Bilder den visuellen Bildern nicht nur in der Klarheit nach, sondern auch in der Strenge. Und auch wenn es manchen Melomanen, also den Musikbegeisterten in den 1920er, 30er Jahren, missfällt, sie sind nicht fähig, die Idee menschlicher Größe zu befestigen. Dass also die Nacht weiterhin auf das Orchester falle und dass man mich, der ich immer noch etwas auf der Welt suche, mit offenen und geschlossenen Augen, es ist heller, hellichter Tag, meiner stillen Kontemplation überlasse. Also schickt die Musik zum Teufel, weil sie eben nicht rational erfassbar ist und immer direkt an die Gefühle geht. Die Melomanen, das sind die Opernbegeisterten der Pariser Oper, die sich sinnlich erschüttern lassen, aber das geht nicht am Kopf vorbei. Und der Surrealismus hat nun mal eine rationale Grundlage. Der Effekt geht darüber hinaus, aber die Ausgangslage ist rational.
und das schafft Musik nicht. Trotz dieser denkbar miserablen Ausgangslage, also Breton gegen sich zu haben, ist wirklich ein Problem in der europäischen Avantgarde und dem zeichentheoretischen Problem, dass sie keine Objekte haben in der Musik. Trotzdem gab es Musik, die durchaus surrealistisch angelegt ist. Es gibt drei Möglichkeiten, diese Unmöglichkeit zu umgehen. Die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Eine jetzt und die anderen zwei dann an einem anderen Beispiel gegen Ende der Veranstaltung. Das erste Beispiel ist Jaroslav Ježek. Anja Tippner hat ihn bereits erwähnt. Enges Mitglied aller avantgardistischen Gruppierungen in Prag, alle, die wir bereits gehört haben, auch im Poetismus, dann auch im Surrealismus. Sie sehen hier dieses schöne Foto, was auch in der Ausstellung ist, von einem Maskenball in Prag. Jaroslav Ježek neben Trojen, sehr engagiert, auch politisch engagiert, sehr viel komponiert hat für das befreite Theater, das Anja Tippner auch erwähnt hat, dieses hochpolitische Theater, die Musik geschrieben. Und er hat einen Weg gefunden, der seiner Meinung nach und nicht nur seiner Meinung nach, auch der Prager Gruppe nach, eine Lösung gefunden hat aus diesem Dilemma, dass Musik so gnadenlos, objektlos und damit auch affirmativ ist. Wir hören Musik sehr direkt und Musik kann irgendwie nicht kritisch sein. Der Weg, den Ježek geht, ist der der Jazzmusik. Ich habe es in Klammern, in Anführungsstrichen gesetzt und auch als Jazzmusik, wie man das in den 20er, 30er Jahren bezeichnet hat, benannt. Das ist kein Jazz, wie wir ihn heute verstehen. Jazz hat eine große Bandbreite, aber wenn Sie Jazz hören der 20er, 30er Jahre, dann ist es das, was die Tanzkapellen spielen. Das ist Tango, Foxtrot, geschärft durch die Blue Note. Das ist jazzig durch die Instrumentierung. Es ist aber jetzt kein Modern Jazz oder so. Das ist ganz, ganz eng an die Tanzlokale gebunden. Hier in Hamburg war es beispielsweise der Alster-Pavillon gewesen. Das war die Hochburg des, der Jazzmusik in Hamburg der 20er Jahre. Dass Jazz so, oder Jazzmusik so prädestiniert ist, liegt an etwas, was Anja Tippner schon erwähnt hat. Es geht nicht um hohe Kunst, sondern es geht um politische, gesellschaftliche Erneuerung, um eine Ausdrucksform, die die moderne Gesellschaft trägt. Also nicht Kunst einfach nur so über der Realität schwebend, nicht im Sinne von Surrealismus, ohne Bezug zur Realität, sondern eingebunden. Gebrauchskunst, wenn Sie so wollen. Und Jazzmusik bedient das. Jazzmusik ist eine Ohrfeige für jede Hochkultur in den 20er Jahren. Heute ist das völlig anders, aber das muss man sich einfach klar machen. Das ist der Gegenentwurf zu Kunst. Und es ist, wie es ganz oft heißt, das Leben. Ich habe zwei Zitate von Georges Raymond de Saigne hier zusammengetragen. Georges Raymond de Saigne ist ein extremer Dadaist, also selbst Tristan Tzara benennt ihn als extremsten, konsequentesten aller Dadaisten. Der ist dann auch nicht zum Surrealismus übergetreten, der blieb bei Dada. Und Raymond de Saigne ist ein großer Anhänger auch gewesen der Jazzmusik. Und was er schreibt, das bleibt auch in den 20er, 30er Jahren, klebt das an der Jazzmusik als Etikett, als Bedeutungsebene. Das erste ist, es ist bedauerlich, dass für so viele Leute die Musik nur Sex ist. Hier ist also die erotische Dimension ganz entscheidend. Denken Sie an die eng umschlungenen Tango-Paare in den schummerigen Tanzlokalen, also diese erotische Ebene. Raymond de Saigne findet es sehr schade, er bedauert nicht diese erotische Aufladung, sondern er bedauert, dass man das nicht politisch nutzbar macht in künstlerischen Manifestation. Und das andere, was er mag an Jazz, ist, die Franzosen lieben die Jazzbands sehr. Sie lieben sie, sie glauben nicht an sie, ganz wie bei Gott. Sie glauben nur an ernste Dinge. Die Jazzbands sind das Leben, nicht die Kunst. Dadurch ist Jazzmusik prädestiniert als Ausdrucksform für diese Avantgarden und auch sehr gelitten. Und wie das klingt, möchte ich Ihnen an einem kurzen Ausschnitt zeigen. Es ist eine der bekanntesten Kompositionen von Ježek. Es ist der Bugatti. Es ist leider hier gerade nicht auf der. Können Sie es lesen?
Bugattiste. Genau. Sie hören diese ganz klar jazzmusikalische Anmutung. Man kennt das auch von Ragtimes und so. Hier ist auch der Name ganz nett, Bugatti. Žižek war ein absoluter Autofan und begeistert von einem Rennfahrer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der das Autorennen von Brünn gerade gewonnen hat. Der fuhr Bugatti und das ist eine Hommage an diesen Rennfahrer. Was Sie aber sicherlich auch gemerkt haben, das ist technisch alles gar nicht so einfach. Ja, also das heißt nicht, dass man den Kunstanspruch aufgibt, den ästhetischen, dass es technisch einfach wird. Das zu spielen am Klavier erfordert absolute Professionalität. Also man darf das dann nicht verwechseln mit Dilettantismus. Es ist Jazzmusik auf höchstem technischen Niveau, aber entscheidend ist eben, das ist keine Kunst. Das soll sie ans Leben erinnern, an ihr eigenes Leben, an ihre durchtanzten Nächte und das erotische Knittern. Großartig, herzlichen Dank, das macht ja richtig Spaß. ja, also es sind also die Themen, die Lebensfreude, der Alltag. Es ist tatsächlich ein Lebensgefühl, was Toyen auch extrem schätzte, als sie in Paris war in den 20er Jahren, 25 bis 29, hat sie auch diese Orte aufgesucht, wie Rue Blomet, den Ball. Damals hieß der Ball Nègre und hat da auch getanzt, hat sich dafür extrem interessiert und eben anscheinend auch wirklich durch die persönlichen Kontakte zu Žižek diese Begeisterung geteilt. Jetzt kommen wir zu den 30er Jahren, wo es eigentlich zwei ganz große Ereignisse gibt für Toyen, nämlich einmal die Ausstellung Poesie 1932 und dann die Gründung der Surrealistengruppe 1934. Und bei beiden Ereignissen war Žižek mit dabei. Poesie, die Eröffnung fand mit Kompositionen von Žižek statt, soweit ich weiß, und Dichtungen von Nezval. Und beide waren auch Gründungsmitglieder wie Toyen eben der Surrealistengruppe. Mehr werden wir darüber jetzt erfahren, wieder von Anna Pravdova aus Prag. In the early 1930s, this quiet, the subconscious and eroticism started seeping into playful composition of blind paintings. They continued the previous period, but with a new celebratory inclusion of thriving nature, plants, sprouting and bearing fruit. And her work approached more and more to the surrealism. Some of her canvases from this period, such as Northern Landscape, were presented at the international exhibition Poesie 1932, organized by the Manes Association of Fine Artists. They were exhibited there next to the Paris surrealists Salvador Dali, Max Ernst, Alberto Giacometti, André Masson, Juan Miró, Yves Tanguy, and others. The title was meant to express the broader focus on imaginative world, while also referring to Deviatsov poetism. However, the exhibition aimed above all to present surrealism, as evident from the selection of artworks. The committee consisting of the jury of four international art, represented by Shima, Hofmeister, and Stefan, and Czech art, represented by Twain, Muzika, and Makovsky, chose works by active members of the surrealist group in Paris, like Arp, Ernst, Tanguy, Dali, and Giacometti. Other artists included André Masson and Miró, who at one point shifted away from the group, but had been its members before, and returned after their temporary departure. International art was represented by Giorgio De Chirico and his brother Alberto Savinio and Paul Klein. Aside from the jury members, the Czech artists at the exhibition included Emil Fila, František Janoušek, Jindřich Tyrský, Alois Laxman, and Hanna Wichterlová. Like the French Surrealist exhibition, Poesie 19,
1932 placed the works of European artists alongside artifacts from the Ivory Coast. The opening of Poesy 1932 became an important cultural event. Vyacheslav Nezval paid homage to French surrealism, and aside from his poems, the program also included the poetry by Tristan Tzara and passages from Breton's Manifesto. The composer Jaroslav Ježek composed a special piece for the occasion, performed along with composition by Erik Satie and Igor Stravinsky. For the Czech avant-garde, the exhibition was an important step toward the adoption of surrealism and the founding, 2 years after, of the group of surrealists in Czechoslovakia. On March 21, in 1934, Klein was one of the founding members of the surrealist group in Czechoslovakia, together with the poet Vyacheslav Nezval, author of the founding declaration, the psychoanalyst Bohuslav Brauk, the poet Konstantin Bibel, the theater director Jindřich Honzel, the composer Jaroslav Ježek, the sculptor Vincent Makovsky, the painter Jindřich Tyrský, and 3 other poets that remain unknown today. The Manes Association of Fine Artists continued supporting surrealism, and at the beginning of 1935, it presented the first exhibition of the surrealist group in Czechoslovakia. 3 of the 11 founding members presented their works there: Jindřich Tyrský, Twyen, and Vincent Makovský. All 3 were also members of Manes Association, which, as a well-established art association, played a significant role promoting the surrealist movement in Czechoslovakia. This was unusual compared to the situation in other countries, and it made heavily to a misunderstanding of surrealism, which usually dissociates itself from other artistic movements, placing emphasis on the political dimension of its activity. For this reason, the group's main theorist, Karel Feige, again, declares the following in the introduction of the catalog. I quote, "The entrance to the first exhibition of the group of Czechoslovak surrealists should bear a sign reminding the viewer that surrealism is not an artistic school. It cannot be allowed to understand surrealism and its activities as a new aspect of the avant-garde art. It cannot be allowed to restrict surrealism to the sphere of art. It is a certain human attitude that engages the whole man." The exhibition presented, as you can see on the photos from the exhibition, 22 paintings by Tyrský, as well as his collages and photographs, 24 paintings by Twyen, and 5 sculptures and reliefs by Makovsky. The Manes Association invited André Breton to give a lecture as part of the exhibition. He came in Prague accompanied by his wife Jacqueline Breton, Paul Antonius Eviar, and Josef Šíma, the Czech painter living in Paris. In the Manes building, Breton gave a lecture he had written especially for Prague named Situation of the Surrealist Object, followed by 2 lectures in the Municipal Library and at the Philosophical Faculty in Prague, and his tour that continued in Brno. During their visit, the group agreed on editing the first international bulletin of surrealism, which was issued in Prague less than a month later in April. As visible on Twyen's paintings presented on the first exhibition of the surrealist group in Czechoslovakia, in the mid-1930s, they underwent an essential transformation. The human body, mostly female, mineralizes, becomes an empty shell, succumbs to decay, is infested by mold, is deprived of the head. The conventional depiction of man, capturing his external aspects, is significantly questioned. Whereas surrealists are interested in his unconscious and hidden contents,
patients and associations are carried up to the surface. In Twain's paintings, disturbing forms such as larvae, spectres, and empty corsets emerge from irrational structures. The colors get heavy, dense, and dark. Anti-aesthetic paintings by Twain from this period absolutely fulfill Breton's idea of conclusive beauty and also are presage of the imminent disaster, culminating with her painting Horror from 1937. Thank you for your attention. Ja, ein herzliches Dankeschön an Anna in Prag für diesen schönen Überblick. Wir würden noch einmal ganz kurz zurückgehen. Sie ist 1937 mit dem Werk Entsetzen geendet. Dieses Werk entwickelt sich eigentlich aus einer Gruppe, auf die wir jetzt mal gemeinsam schauen wollen. Las Lesa, Stimme des Waldes, die aus drei Bildern besteht und die eben in diesem Jahr 1934 entsteht, das ein wahnsinnig produktives Jahr war für Toyin, wahrscheinlich auch im Hinblick auf die erste Ausstellung der tschechoslowakischen Solistengruppe, ist sie unglaublich, wahnsinnig kreativ in dem Jahr und es entstehen unglaublich wichtige, entscheidende Schlüsselbilder. Und in diesem Jahr, wie Anna es auch schon angedeutet hat, fängt sie eigentlich an, dass sie sich sehr intensiv mit der Substanz beschäftigt, des Materials, was sie zeigen möchte und wie sie es zeigen möchte. Und ich glaube, da geht sie ein bisschen auch wieder zurück auf ihre malerischen Erfahrungen des Artifizialismus. Sie versucht, Erfahrungen zu visualisieren, die nicht nur rein optischer Art sind, sondern die eben die alle Sinne ansprechen. Und das führt eben unter anderem zu dieser Gruppe von diesen drei Bildern, in denen sich eben wirklich, Sie sehen das nachher vor den Originalen hoffentlich nochmal gut, diese einzelnen Pinselstriche verdichten, wie Schatten abgerissen, zum Teil pastos, zum Teil sehr eben transparent und wie Blätter, wie Schatten verdichten zu so einer Grundform, wie Frau Professor Rentsch es ja wunderschön gesagt hat, die eben erinnert an die Form einer Eule, die sich aber im Formieren im Prozess scheint. Nicht? Und das, was sich dort verdichtet zu einer Form, öffnet sich aber zugleich durch diese unglaubliche Schwärze, die sich im Inneren befindet. Und dieses verführerische, das haptische ansprechende Volumen dieser Formen, das wird auf einmal, so wie es sozusagen uns an etwas erinnert, was schön ist, weich, ein Federkleid, durch das wir durchstreichen wollen, das Heimliche wird auf einmal unheimlich durch diese Leere, die sich im Inneren eröffnet. Und dieses Spiel, dass da im Inneren so ein Sog auf einmal entsteht und das Verführerische erschreckend wird, korrespondiert mit einem Spiel, wie die Form sich bildet, aber auch wieder auflöst, wie sie mit dem Grund verbunden ist. Sie sehen, dass diese Objekte eigentlich auch oszillierende Objekte sind vor dem Hintergrund, also aus dem Grund herauskommen, aber auch wieder darin versinken und dieses neue, unklare Verhältnis von Objekt, von Form und Grund, das so brüchig wird, ist eben nun ein ambivalentes. Verführung, Verschlingen, Präsenz verbindet sich mit dem Thema der Absenz und Lebendiges mit dem des Leblosen. So ist alles in so einem fragilen Gleichgewicht. Und das macht diese Faszination dieser Bilder aus. Vor der Ikonografie ist es natürlich eine Anspielung an die Eule, an das Nachttier, was eigentlich ein Zeichen eben für Vorbote für drohendes Unheil ist. Und das im Wald, dem Ort der Fabelwesen, dem Ort der Wildnis, des Unbewussten, also genau der Gegenwelt, der Rationalität und Vernunft und Zivilisation. Natürlich haben wir da eine ganze Tradition der deutschen Romantik, die im Hintergrund spielt. Und mit diesen drei Schlüsselwerken ihres Oeuvres sieht man auch, wie sie sich mit dem beschäftigt, was auch vorhin schon gesagt hat, eben dieser Fokussierung des Surrealismus in der Zeit auf das surrealistische Objekt. Eine Diskussion, die Salvador Dali wieder in die Gruppe hineinbringt, Ende der 20er, Anfang der 30er, und mit denen sie sich mit diesem Thema eben auf einzigartige Weise auseinandersetzt. Mit dem Thema, wie Nezval es dann fast als halluzinatorisches Objekt Phantom
So nennt er diese Gruppe und ist fasziniert. Nicht nur er davon, er erwirbt eins, nämlich die erste Fassung dieser Dreiergruppe. Und von der Rezeption nur noch kurz erwähnt, das ist wahnsinnig spannend, weil das zweite Bild, wenn, dann kennt man dieses in der Kunstgeschichte, was Sie hier in der Mitte sehen, das schenkt Toyen. Wir haben von dem Besuch der Solisten in Prag gehört, Paul Éluard. Wir können in der Ausstellung erstmals Briefe publizieren, wie eng dieses Verhältnis, diese Freundschaft von Éluard und Toyen in Prag war. Im März, April 35 und zum Abschied, also wahrscheinlich am 10. April 1935, am Tag der Abreise, schenkt Toyen das zweite Werk Paul Éluard. Und von diesem Moment an ist dieses Werk auf allen internationalen Solistenausstellungen ausgestellt. Und das ist eben vorher, das habe ich jetzt vergessen, nochmal hier zu sehen, alle drei Bilder auf der Ausstellung der tschechoslowakischen Solistengruppe 35 im März. In der richtigen Reihenfolge, 1, 2, 3, aber Sie sehen nicht zusammengehängt. Und als die Franzosen dann mit Verspätung, die sehen die auch schon gar nicht mehr, im März, Ende März kommen, sehen Sie die drei Bilder im Atelier. Und Éluard bekommt eben dieses, was dann schon 36 in London auf der Ausstellung zu sehen ist. Und wenn Kunsthistoriker Toyen kennen, und so ging es mir auch vor 20 Jahren, dann durch dieses Bild, weil das war das, was dann eben praktisch überall zu sehen war. Das andere ist im Besitz von Nesval verblieben und der, und da wird jetzt Frau Professor Tippner uns viel mehr darüber erzählen können, hat darüber geschrieben. Also jetzt geht's weiter mit der Literatur und der Kunst. Ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück in die Kulturgeschichte. Anna Pravdova hatte ja in ihrem Beitrag erzählt, wie die Entwicklung hin zur surrealistischen Gruppenbildung, zur Gründung stattfindet. Man sieht, dass das Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre sich schon ab zu zeichnen beginnt, also noch vor der Gründung 1934. Ich hatte zu Beginn dieses Gesprächs darüber gesprochen, dass die Grundstimmung in den 1920er Jahren in Prag ausgesprochen positiv war, zukunftsorientiert, dynamisch. Und Ende der 20er Jahre unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise, dem sich abzeichnen, Siegeszug des Faschismus, verändert sich die Stimmung in Prag. Also die Stimmung wird düsterer, das hat Anna Pravdova auch beschrieben. Und zugleich wird aber auch, das nimmt unter den Künstlern das Gefühl zu, dass man sich jetzt stärker politisch engagieren müsse, ja? Dass die Kunst noch deutlicher einen Beitrag leisten muss, zur Politik in Prag. Und das macht den Surrealismus, der wesentlich dezidiert politischer agiert als der Poetismus und der Devecil, immer stärker zur Bewegung des Moments. Und Sie sehen hier, das Zwierukruch-Tierkreis ist eine Zeitschrift, die die Mitglieder des Devecil um Nesval Ende der 20er Jahre gegründet haben, und schon hier ist der Surrealismus sozusagen ein ganz starkes Thema und der Fokus liegt schon auf dem Surrealismus, obwohl es die Gruppe offiziell noch nicht gibt. Karel Teige schreibt später nach dem Krieg rückblickend auf diese Jahre nochmal, wie zwangsläufig für ihn diese Entwicklung hin zur Gründung der surrealistischen Gruppe und zum Surrealismus überhaupt war. Er bringt das auf diese sehr schöne Grafik, die die Kunstgeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis eben in die 1930er Jahre nachzeichnet, also über den Akademismus und Kitsch der Kunst des 19. Jahrhunderts, über die moderne Kunst der Sezession, und dann die Avantgarde-Kunst, und alles läuft sozusagen zwangsläufig auf den Surrealismus zu, aber dass für ihn die Verbindung von Kunst und Politik in Reinform und in der Art ist, wie es den Mitgliedern der Gruppe vorschwebt. Und wir haben ja schon gehört, dass alle wichtigen Gruppenmitglieder, sozusagen dieser Kern von Ježek, Štýrský, Toyen, Makovský, Nesval, Teige, dann zusammen diese surrealistische Gruppe gründen. Und jetzt möchte ich zwei, drei Worte zu Vjatislav Nesval sagen, der ein sehr bedeutender tschechischer
Lyriker und Autor gewesen ist. Er ist der Spiritus Rector der surrealistischen Bewegung in Prag gewesen. Fast also der gleiche Jahrgang, ungeheuer produktiv. In den 1920er Jahren erscheinen mehr als 10 Gedichtbände. Es gibt Dramen. Er schreibt dann auch noch unter Pseudonym Texte. Er veröffentlicht Liedtexte. Er schreibt Liedtexte zu Jazz-Kompositionen von Ježek. Und für mich ist das auch ein sehr schönes Beispiel. Sie sehen hier auch noch dieses Buchcover zu einem Buch von Nezval, das von Stierski und Teuern gestaltet worden ist, das auch im Katalog abgebildet ist. Wieder für dieses Bemühen, Kunst und Leben zusammenzuführen, gemeinsam produktiv zu sein, an denselben Projekten zu arbeiten und sich von verschiedenen Kunstformen aus auf eine Idee hin zu bewegen. Und in den späten 20er Jahren ist Nezval, der ein sehr überzeugtes Mitglied der Kommunistischen Partei, der KPC gewesen ist, bewegt er sich weg von diesen Motiven der Unterhaltung, des Vergnügens, des Spiels zu einem stärkeren politischen Engagement und auch zu einem größeren Konformismus im Hinblick auf die Parteilinie. Trotzdem gibt es in dieser Zeit immer weiter gemeinsame Kollaborationen, Gruppenaktivitäten. Also Sie sehen hier auch nochmal so ein Gemeinschaftsprojekt der 4 zentralen Mitglieder, Teuern, Stierski, Nezval und Teige. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der wichtig ist für diese Prager Gruppe, ist, dass die Mitglieder sowie Nezval und Teige die Kunstproduktion von Künstlern und Künstlerinnen sowie Teuern und Stierski oder Ježek oder Markowski auch theoretisch reflektieren und begleiten. Also sie schreiben sozusagen ihre eigene Kunstgeschichte, Literaturgeschichte, Kunsttheorie zur Kunst ihrer Kollegen und Freunde. Ja, Lass Lesser, das haben Sie schon gesehen. Ich werde jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Auch das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wenn Sie diese Bilder sehen. Frau Görgen hat ja schon geschildert, wie die Entstehungsgeschichte ist und dass eines dieser Bilder im Besitz von Nezval war, der dann zum einen ein Gedicht schreibt, inspiriert von diesem Gemälde und dann im Folgenden auch noch ein Libretto verfasst. Darüber wird dann Ivana Rentsch sprechen, das von Martino vertont worden ist. Und man sieht vielleicht hier an diesem Bild und dem Gedicht, das Nezval schreibt, dass es um einen geteilten surrealistischen Zugang geht und dass dieses Bild und auch das Gedicht und das Libretto dann auch ein weiteres Prinzip verkörpern, das Frau Görgen auch schon angedeutet hat, nämlich so eine Proliferation der Bilder. Also die Bilder generieren neue Bilder und Texte. Also da wird wirklich so ein Prozess, eine Dynamik gezeigt. Und es geht auch, und das macht das Gedicht deutlich, darum, wie man Gefühle ausdrücken kann, wie man psychische Eindrücke und Bilder umsetzen kann in Wort und Bild. Und wenn Sie sich erinnern, hatte ich auf dieser Folie zu Beginn aus dem artifizialistischen Manifest oder Text dieses Zitat zu den Erinnerungsbildern von Teuern und Stierski. Und ich glaube, das ist sehr schön, sozusagen hier wieder die poetische Korrespondenz zu dem Bild von Teuern ist diese Erinnerungsbilder, die Teuerns Bild bei Nezval evoziert. Und das löst dann auch im Folgenden, das werden wir gleich noch hören, auch musikalische Eindrücke und Impressionen aus. Gleichzeitig ist es so, dass ich in den 1930er Jahren in
der Tschechoslowakei wie in vielen europäischen Ländern die politische Lage natürlich zuspitzt. Also die Bedrohung durch den nationalsozialistischen Nachbarn Deutschland wird immer stärker und immer fühlbarer, ja auch durch die Situation im Sudetenland. Und gleichzeitig ist es so, dass sich innerhalb der linksorientierten Gruppenmitglieder Konflikte abzeichnen. Ja, es gibt einen Konflikt, der ja typisch ist oder den man fast als das Dilemma des linken Intellektuellen in den 30er Jahren bezeichnen kann, also die Frage der Haltung zur Partei, zum Dogma. Bleibe ich undogmatisch oder verpflichte ich mich dem Dogma. Und in Prag sind es dann Nezval und Teige, die diese zwei Positionen verkörpern. Also während Nezval der Parteilinie sich unterordnet, die Partei zu seinem Leitstern macht, sind Teige, aber auch Teuen, Stierski, Biebel und andere fühlen sich eher der Kunst verpflichtet. Ja, sie lehnen beispielsweise die ästhetische Doktrin des sozialistischen Realismus ab. Und dann kommt es 1938 zum Bruch der Gruppe. Die Mitglieder um das Klebert, Brok, Teige, Teuen, Stierski schließen Nezval aus der Gruppe aus und Nezval schließt dann im Folgenden die Gruppen. Moment. Die Gruppenmitglieder, die Gruppenmitglieder aus und erklärt und macht die Moskauer Schauprozesse zur Bruchstelle und sagt, also die Gruppe um Teige versteht nicht, worum es in den Schauprozessen geht. Und das ist sozusagen ein weiterer, neben dem sozialistischen Realismus, ist das ein weiterer Moment, der dazu führt, dass die Gruppe politisch nicht mehr zusammenhalten kann und sich dann eben auflöst. Ja, den Abschluss bildet dann eine Publikation aus dem Jahr 1938, ebenfalls Surrealismus proti prodo, also Surrealismus gegen den Strom, in der Teige nochmal zusammenfasst, wo die Konflikte sind zwischen der surrealistischen Gruppe und Nezval. Er paralysiert nationalsozialistische und sowjetische Kulturpolitik und macht nochmal ganz stark den Begriff der künstlerischen Freiheit und des Selbstausdrucks und setzt das gegen die Parteilinie. Und diese Parallelisierung von nationalsozialistischer Kulturpolitik und sowjetischer Kulturpolitik, die ist auch ganz vorausschauend nach der Okkupation durch die nationalsozialistischen Truppen werden Teuen und Teige zu entarteten Künstlern abgestempelt, aber nach 1945, der sich sozusagen auf den Kommunismus, in die kommunistische Einflusssphäre hinbewegenden Tschechoslowakei, wird ihre Situation auch enorm schwierig und schließlich geht Teuen ins Exil und Teige wird mundtot gemacht. Also hier zeichnet sich in den 30er Jahren schon ein Konflikt ab, der dann alles weitere Handeln bestimmen wird. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück in die 30er und zu Martinu und Lars Lesser. Vielen Dank. Ich bin wieder bei meinem Fragezeichen der surrealistischen Musik. Wir stellen Ihnen ja diese Gemälde oder vielmehr diese Thematik der Stimme des Waldes aus verschiedenen Künsten dar. Anja Tippner hat schon gesagt, dass Vyacheslav Nezval aus diesem Gedicht dann ein Libretto gezogen hat und das für Bohuslav Martinu getan hat, der eine Oper darüber geschrieben hat.
Die Frage ist natürlich auch hier wieder, der Kontext ist absolut surrealistisch, sowohl die Gemälde als auch Vítězslav Nezval, hochpolitisch. Und hier ist ein Grund dafür, weshalb Bohuslav Martinů bisher überhaupt keine Rolle spielte bei unseren Präsentationen. Bohuslav Martinů ist nicht Kern der surrealistischen Gruppierung. Dennoch arbeitet er mit fast allen Akteuren zusammen, intensiv mit Vítězslav Nezval, der schreibt mehrere Libretti für ihn, mit Inžich Honzl. Es gibt Fotos von Martinů und Ježek, die treffen sich immer. Bemerkenswert ist aber, dass Martinů sich dieser politischen Positionierung entzieht. Und ich vermute, dass das der Grund ist, weshalb er 1923 von Prag nach Paris zog, ohne Auftragswerk, ohne dass in Paris irgendwer gekannt hätte, ohne irgendeine Aussicht auf Stelle, zieht der 23 nach Paris und bleibt bis 1940. Da ist er auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten und flieht im letzten Moment in die USA. Der bleibt also 17 Jahre in Paris, buchstäblich so, wie man, was man sich vorstellt unter dem Begriff brotlos. Er finanziert sich über Aufführungen in Prag. Das heißt, er schreibt für Prag, tut dies aber in Paris. Steht in sehr engem Austausch mit allen. Das sieht man an verschiedenen Fotos. Hier, das ist ein Foto vor der Wohnung, der Pariser Wohnung von Martinů. Das ist also nicht in Prag, sondern in Paris. Nezval ist gerade zu Besuch. Der zweite von rechts ist Martinů. Nezval ganz rechts. Die treffen sich immer wieder, die schreiben. Das ist also ein sehr enger Bezug. Ich denke, es hat zwei Gründe, eben weshalb Martinů nicht in der Gruppe ist. Einerseits diese klare Positionierung zum Kommunismus, die Martinů nie leistet. Das Einzige, was er immer wieder schreibt, ist, Musik hat eine politische, gesellschaftliche Verantwortung. Und wie kann ich zu einem demokratischen Staat beitragen? Das Wort Kommunismus fällt überhaupt nie. Nach 1948 wird er von den Kommunisten auch ausgebürgert, wird Amerikaner, stirbt dann in der Schweiz. Das heißt, es gibt da kein Band zum Kommunismus. Ich könnte mir vorstellen, dass diese sehr starke Debatte in Prag mit dem Grund war, weshalb er letztlich nach Paris mehr oder weniger geflohen ist. Die ästhetischen und gesellschaftlichen Anforderungen an Kunst, die teilt er. Und da berührt sich das immer. Und ich vermute, dass deshalb war er auch anschlussfähig und deshalb gab es all diese Kooperationen. Also Martinů ist noch stärker als Teiger und Toyen, eigentlich noch stärker auf die künstlerischen Interessen fokussiert. Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Kunst. Ich habe schon gesagt, es ist ziemlich schwierig, genuin surrealistische Musik zu schreiben. Martinů bemüht sich aber in den 20er und 30er Jahren, so viel wie möglich dieser Techniken in Musik zu übertragen. Er schreibt tatsächlich surrealistische Musik, soweit es eben technisch geht. Wie er das tut, möchte ich anhand eines Beispiels zeigen, das sehr schön passt. Es gibt von ihm, wie bereits erwähnt, diese Vertonung des Librettos von Nezval, das heißt Hlas Lesa. Das Gedicht haben wir kurz gesehen bei Anja Tippner. Dieses Gedicht funktioniert, ich werde keine Gedichtanalyse hier wagen, aber Sie haben dem Gedicht ja entnommen, es ist jetzt kein großer narrativer Faden, aber prägnant sind die Worte, die da gewählt sind, das Vakuum. Und wir sind also wieder bei der Frage des konkreten Ausdrucks. Musik kann das natürlich nicht. Das heißt, Martinů kann dieses Gedicht nicht als Oper vertonen, weil es gibt keine Handlung. Wenn er Musik dazwischen streut, ist der Faden auch weg. Das heißt, er braucht einen narrativen Text. Nezval macht aus diesem Gedicht ein Libretto mit Handlung. Die Handlung ist reichlich banal und ist im Grunde das Gerüst dafür, diese surrealistischen Bilder zu evozieren. Es geht nicht um die Handlung an sich, das ist eine dramaturgische Notwendigkeit.
Man muss sich da auch vergegenwärtigen, diese Oper ist nicht für die Bühne, sondern für den Rundfunk. Das ist ein Auftragswerk des tschechischen Rundfunks. Wenn Sie im Radio eine Oper hören, bringt das mit sich, dass Sie sie nicht sehen. Wenn Sie eine Oper fürs Radio komponieren, das klingt so banal, aber das ist nicht so einfach. Wenn Sie eine Oper fürs Radio komponieren, müssen Sie einen narrativen Faden aufrechterhalten und die Wirkung, ohne dass Ihnen die Bühne hilft. Das heißt, die ganze Optik fällt weg. Die Verantwortung liegt nur noch bei Text und Musik, aber der Anspruch ist der eines Bühnenwerks. Das war in den 30er Jahren unglaublich reizvoll für avantgardistische Komponisten. Für sie war das in mehrfacher Hinsicht ein Befreiungsschlag. Erstens ist es eine Möglichkeit, sich abzugrenzen vom Opernpublikum, was in den 20er, 30er Jahren der Geldadel ist und der politische Adel. Das ist eine Gesellschaftselite, die auf der schwarzen Liste der Surrealisten steht. Das heißt, das ist nicht das, was man sich unter politischer Neuerung vorstellt. Das Publikum ist irgendwie falsch und man will ja Kunst fürs Leben schaffen und nicht für einen ausgewählten Zirkel. Und Oper ist seit der Erfindung der Oper 1600 immer ein Vehikel der Macht. Oper ist so teuer, das können Sie nicht gegen die Gesellschaft realisieren. Das heißt, Rundfunkopern sind der Weg in die Gegenwart, das ist der Weg, Leute und Gesellschaftsschichten zu erreichen, die sich Opernkarten nicht leisten können. Und das macht Rundfunkopern so unglaublich attraktiv. Also schon der Umstand, dass es sich dabei um eine Rundfunkoper handelt, zeigt, wie gegenwartsbezogen das Stück sein soll, auch im Auftrag des Rundfunks. Der Prager Rundfunk ist sehr fortschrittlich und vergibt viele Kompositionsaufträge. Genau dieses Format des Rundfunks dürfte auch für Nezval sehr attraktiv gewesen sein, weil er nämlich dieses Moment dieser Verbreitung für alle, ne, das ist Zugänglichkeit für alle, die da gewährleistet ist, auch für Mittellose, für die Arbeiterschaft. Das ist die Zielgruppe dieser Stücke. Aber die sollen nicht abgespeist werden wie im sozialistischen Realismus mit simplifizierter Propaganda, sondern das berührt in keiner Weise den künstlerischen Anspruch. Die Kunst soll sich jetzt aber für alle, soll allen helfen und für alle zugänglich sein. So viel zu diesem Stück. Der Text ist surrealistisch. Der Komponist wird 1937 mit Juliette, zusammen mit Georges Neveu, einem französischen Surrealisten, eine dezidiert surrealistische Oper schreiben. Die ist mittlerweile im Opernrepertoire angekommen. Das ist zweifellos Martinus' berühmteste Oper. 1934, ein Jahr vorher, hat er eine poetistische Oper geschrieben, die Marienspiele, auch für Prag. Ein Mitglied der Gruppe in Schichonsel hat das Bühnenbild, die Texte besorgt. František Musica, ein bildender Künstler, die Ausstattung fürs Nationaltheater gemacht. Also Martino ist da wirklich in diesem Zirkel drin. Wie macht er das jetzt mit dem Surrealismus? Ich habe bereits gesagt, Jazzmusik ist eher dadaistisch, eine dadaistische Idee. Dada hat etwas verkürzt formuliert, das Ziel der Negation. Das heißt, man will nichts Neues, man will negieren. Dada scheitert letztlich daran. Es gibt wunderbare Aussagen, ich glaube auch von Montaigne, wo er sagt, wenn man den Eiffelturm in die Luft sprengt, hat man einen Trümmerhaufen und das ist schon wieder eine Konstruktion. Das heißt, selbst wenn Sie was negieren, produzieren Sie etwas Neues. Das ist ein Problem. Da ist der Surrealismus sehr viel optimistischer, weil der aus diesem Trümmerhaufen ja dann die Ahnung von etwas Überrealem und die Ablösung von der Realität erhofft. Dada will nichts, Dada will die Negation, das Ende. Und Jazzmusik ist insofern da ganz praktisch, weil das ist das Ende der Hochkultur musikalisch. Das ist aber nicht abendfüllend für surrealistische Ansprüche. Man will ja nicht nur negieren, man will eine Ahnung von der Surrealität vermitteln. Es gibt zwei Möglichkeiten, die sich dafür anbieten. Beide finden wir in diesem Stück. Das erste sind
ja, ich habe es mal Klangbilder genannt in Anlehnung an die anderen Künste. Ich habe gesagt, Musik kann keinen Apfel malen, aber was Musik hat, so ein paar ganz wenig Versatzstücke, deren Wissen wir alle teilen. Wenn man beispielsweise die Marseillaise anspielt, haben sie sofort die Assoziation oh, Nationalhymne Frankreich. Also es gibt so ein paar Chiffren oder die deutsche Hymne, ah, das ist ja die deutsche Hymne. Oder irgendwie ein banaler Werbesong, den man einfach nicht aus dem Ohr kriegt. Das ist eine Möglichkeit, auf dieser Objektbezug zu kompensieren. Das heißt, man sucht musikalische Bilder. Bei Martinu, es gibt natürlich naturgemäß nicht so viele, das Repertoire ist sehr begrenzt. Also Sie überlegen Sie selbst mal, wo Sie sofort denken, ach, damit assoziiere ich was Konkretes und meine Nachbarin dasselbe. Es ist ganz wichtig, dass Sie dieselben Assoziationen teilen. Ich möchte Ihnen zwei kurz Tonbeispiele aus dieser Rundfunkoper anspielen. Das erste ist das Vorspiel. Das ist deshalb auch interessant. Vorspiele sind naturgemäß untextiert. Und Ouvertüren, früher hieß das mal Ouvertüre, Ouvertüren haben die Funktion, in die Klangwelt einzuführen. Das ist die Eröffnungsmusik dessen, was kommt. Seit Richard Wagner, auch seit Giuseppe Verdi, ist die Ouvertüre im Grunde das Kondensat all dessen, um was es geht, so die Visitenkarte des Stücks. Martinu exponiert in diesem Vorspiel zwei Klangbilder. Ich möchte sie gleich benennen, nicht dass sie, oder damit Sie sich konkret darauf konzentrieren können. Das eine ist der Einsatz des Klaviers. Das Klavier gehört nicht ins Opernorchester. Das heißt, es ist irgendwie komisch, dass da noch ein Klavier erscheint. Es erscheint in einer sehr deutlichen Weise wie ein Akteur, eine Rolle für sich selbst. Und da muss man sich einfach klar machen, dass das Klavier noch in den 30er Jahren das bürgerliche Möbelstück schlechthin ist. Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat wer gesellschaftlich was gelten wollte, ein Klavier zu Hause, selbst wenn er oder sie keine Töchter hatten. Töchter hatten ja gut Klavier zu spielen, weil sich das auf dem Heiratsmarkt bewährte, weil man damit die Kultivierung der Familie beweisen konnte. Sprich, die Frauen hatten genug Zeit zum Üben, also ist die Familie wohlhabend. Weil wenn die Frau nicht Klavier spielen kann und die Tochter, dann musste sie am Haushalt mithelfen. Also ist das Klavier ein Ausweis kultivierter Gesellschaft. Und man musste eins haben und Sie können sich leicht vorstellen, dass nach 1918 und bei all diesen sehr linksorientierten, sehr avantgardistischen Bewegungen das Klavier natürlich das Letzte war, an das man anknüpfen wollte. Das heißt, das ist irgendwas zwischen sarkastisch, ironisch und Möbelstück, also ein Objekt. Es gibt von Paul Éluard, der im Zentralwahn Pariser Gruppe, gibt es den schönen Ausdruck, ich hasse die Musik, dieses Klavier nimmt mir alles, was ich liebe. Also das Klavier ist ein Symbol für das überkommene Alte. Das Klavier taucht jetzt hier auf, das Klavier taucht auch in Martinus Juliette auf und das muss ganz eigenartig geklungen haben. Also oh, das Klavier in diesem Kontext, zu diesem Text, das ist per se ja, das ist eine surrealistische Konstellation, weil dieses bürgerliche Möbelstück erwarten Sie sicher nicht in surrealistischen Kontexten. Also sollten Sie dann bitte ein bisschen irritiert zuhören, wenn Sie das Klavier hören. Und das andere Versatzstück ist, Sie werden Vokalisen hören, menschliche Stimmen. In Vorspielen, Ouvertüren singt keiner. Das ist der Job des Orchesters, für die Klangwelt zu sorgen. Da kommen plötzlich Stimmen. Das ist sehr seltsam, wenn Sie an die Opernkonvention denken, die das Publikum in dieser Zeit verinnerlicht hat. Es gibt keine einzige Ouvertüre, wo gesungen wird. Und es passt natürlich zum Stück Las Lesser, die Stimme des Waldes. Also irgendwie ist das die Stimme des Waldes, die wir hören. Und das entschuldigt dann auch die Präsenz der Musik. Das ist nicht vertont, sondern es ist ja die Stimme des Waldes. Und das ist die Stimme. Also es ist nicht eine Oper über die Stimme des Waldes, es ist die Stimme des Waldes, quasi die Stimme zu diesem Gemälde.
Wir hören das Vorspiel. Bitte nicht zu leise, wenn Sie schauen, dass es vielleicht ein bisschen lauter ist als vorher. Die Idee von Klangbildern kann man einsetzen, das macht Martino dann auch in Juliette, aber das ist nicht werkfüllend. Sie können nicht mit einem halbwegs ästhetischen Anspruch 37 Minuten Musik, das Stück dauert 37 Minuten, konzipieren, nur aus Versatzstücken, wo jeder denkt, oh, das kenne ich irgendwoher und das ist jetzt komisch. Das nutzt sich sehr schnell ab. Das heißt, das ist nicht tragfähig fürs große Ganze. Was Martino dann macht, und ich denke, das ist für ihn auch der Grund, weshalb er sich ernsthaft kümmert oder ernsthaft bemüht, einen musikalischen Beitrag zum Surrealismus zu leisten. Das andere ist im Grunde viel banaler und naheliegender. Das ist, dass die Klangwelt per se surrealistisch ist. Wir hören jetzt gerade keine Musik, wir sind in der Realität, wird hier aber Musik einfacher klingen, weil das ja, ist das ja an sich irreal. Und der Schritt vom Irrealen ins Surreale ist ein sehr geringer, wenn Sie einen textlichen Kontext haben, der surrealistisch ist. Also die Idee, dass Musik an sich ja schon ein Klang einer anderen Wirklichkeit ist, eine eigene Logik hat, die unserer Lebenslogik ja gar nicht entspricht, also harmonische Progression oder Kadenz, Harmonik ist, gehört völlig anderen Regeln als unser Alltag. Also die Idee, das ist ja eine Logik, eine irgendwie zusammenhängende Logik für sich selbst. Musik an sich als Surrealismus, von Martinu gibt es so Aussagen nicht, er drückt sich vor jeder ästhetischen Aussage und wenn, dann sagt er, wie schon Johannes Brahms und Antonín Dvořák, die Musik muss für sich selbst sprechen, wenn man Kunst erklären muss, dann funktioniert sie nicht. Es gibt von Martinu wirklich keine Aussagen, Sie wissen selbst, es gibt genau entgegengesetzte Meinungen, gerade auch von Konzeptkunst, Martinu ist das Gegenteil von Konzeptkunst. Das muss funktionieren oder es ist schlecht, erklärt nicht. Ist für die Musikwissenschaft ein bisschen mühsam, weil man das alles rekonstruieren muss. Aber dass die Idee, dass Musik per se eine andere Realität abbildet, findet man unter anderem natürlich wieder bei Rythmon des Seignes. Die Musik ist die surrealistischste aller Künste. Ich habe schon gesagt, Rythmon des Seignes ist nie zum Surrealismus beigetreten. Der findet die unmöglich und inkonsequent und viel zu positivistisch und optimistisch. Und kritisierte sie, wo sie kann. Und ein Kritikpunkt ist, dass die Surrealisten ja gar nicht erkennen, dass sie im Grunde das ideale Modell in der Musik hätten. Wir wollen diesen Streit nicht weiterführen, sondern uns fragen, was Martinu damit macht. Es ist an ganz vielen Stellen greifbar. Dass es funktioniert, tatsächlich liegt schlicht daran, dass Opern Libretti haben, die haben Texte, das heißt, der Text lenkt uns automatisch. Jedes Hören wird durch Text gelenkt. So funktioniert Vokalmusik und auch Musiktheater. Was Martinu aber macht, er führt am Beginn, nach diesem kurzen Vorspiel, führt er diese Engführung von Musik und surrealistischer Sphäre ein und er tut das im Prolog, im Beginn.
Es gibt einen Rezitator, der erklärt mal die Geschichte. Das ist auch ein sehr, sehr typisch für das avantgardistische Theater der 20er, 30er Jahre. Die Handlung wird ausgelagert, damit man dann umso mehr Platz hat für diese irritierenden, eigenartigen Bilder. Dieser Rezitator spricht natürlich in Tschechisch, es ist aber nicht so lang, weshalb ich dachte, vielleicht auch, weil Sprache ja durch die Prosodie per se eine musikalische Qualität hat, vielleicht war es ganz nett, auch einfach mal einen Eindruck zu kriegen von dieser tschechischen Prosodie. Und es funktioniert so, dass ein Abschnitt des Rezitators rezitiert wird, ist ja ein Rezitator, dann kommt Instrumentalmusik, ein kleiner Teil, dann spricht er weiter, kommt wieder Musik. Und Sie werden hören, diese musikalischen Teile, die funktionieren sehr ähnlich, das klingt sehr ähnlich, manche sind länger, manche sind kürzer, aber achten Sie mal darauf, die Wirkung ist, das schwebt so in der Luft. Das ist nicht atonal, um Gottes Willen, das vorhin war auch nicht atonal, aber das ist so ein Schweben in der Luft. Das heißt, Martin Nu komponiert das so, was der Zeit auch entspricht, dass er eine Tonart verhindert. Es ist zwar irgendwie tonal, aber man kann nicht sagen, ist das jetzt C-Dur oder A-Dur. Das schwebt so zwischen den Tonarten und das hören Sie. Das heißt, Sie können nicht benennen, hier ist es jetzt fertig. Diese Musik ist nie fertig. Die ist immer, sie bricht dann ab, weil der Rezitator wieder kommt. Aber die Idee ist, das ist eigentlich der Klang, diese Realität, diese Stimme des Waldes. So klingt es da immer. Und wir hören das und dann im weiteren Verlauf baut die ganze Musik darauf auf. Aber er führt es ein und ich finde das dramaturgisch ganz effektvoll, gerade weil wir keine Bühne haben. Man muss das im Radio erkennen können. Diese Engführung, dann geht es über und das ist unser Einstieg in die surrealistische Klangwelt. Da gibt es zwar keine Objekte mehr, aber der Klang an sich ist es. Wenn Sie bitte das letzte Beispiel noch anspielen könnten. Immer wenn jemand spricht, ist es ein Teil. Das Rote ist dann die Musik, die Sie hören, damit Sie sich orientieren können. Es sollte problemlos funktionieren. Vstupte do lesa příšernějšího než kostlivec. Neboť každý člověk zbloudil v lese. Šílená jak papír v oběti meluzíny, zmítá se skvrna dívčího zoufalství, na něž padla noc. Je večer. Les uzamyká skřípavě své mříže. Večer. Kulich, v jeho špeří spí bludičky. Žena zbloudila. Muž, kterého čekala, nepřišel. Svatebčané ji budou zítra hledat. Nevěsto, vaše vlasy jsou smuteční. Proč jste si vybrala ženicha, kterého nemilujete? A když už, proč se vám zjevuje mysliveček? Přísahala jste mu lásku na věčnost. Chtěla jste se s ním dnes rozloučit pod dubem, s nímž marně válčí sto let blesk. Nevědouc, že si dáváte dostaveníčko zdravou zvěří výčitek svědomí a lesa. Zpívejte, zpívejte a plačte ubohá, a kéž se nad vámi ustrne kámen, anebo nějaký meteor, který by vám posvítil na vaše stopy. Je večer. Žena zbloudila v lese. Bude noc. Vielen Dank. Damit geht dann das Stück los und ich bin am Ende.
Ganz großartig, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, es sind unglaublich viele Anregungen hier jetzt auf den verschiedensten Ebenen. Und ja, die Zusammenhänge ist doch sehr interessant, wie es deutlich wird. Nicht? Martinu hat für besonders eben natürlich durch die Zusammenarbeit mit Nesval ist er auf dieses Bild gekommen. Ansonsten gibt es, glaube ich, zwischen Martinu und Toyen merkwürdigerweise auch in Paris haben die sich nicht getroffen. Oder wissen wir da was drüber? Nee, ne? Auch beim Martinu-Institut noch nachgefragt, die haben 1000 Briefe, aber von Toyen gibt es gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man in derselben Stadt wohnt, man schreibt sich selten, man sieht sich eher. Die werden sich schon begegnet sein, aber das, ich glaube, die konnten nicht aneinander anknüpfen. Also das, ja, ich glaube, das führt auf keinen grünen Zweig. Und eben der bildende Künstler, mit dem er dann zusammenarbeitete, war František Muzika, der eben dann auch Bühnenbilder machte. Hätte sie vielleicht auch, das kann ich nicht sagen, das wissen Sie besser, aber es gab da nichts. Nee. Aber es zeigt auch, wie groß diese Kreis und Auswirkungen letztlich waren. Man spricht immer von der Gruppe, ne? Aber das hilft oder warnt davor, das waren keine Sekten. Das waren wie eine Vorhut und das waren allgemein aktuelle Themen, die verhandelt und aufgegriffen wurden, selbst von Leuten, die jetzt nicht Mitglieder der Gruppe waren. Also das macht die Bedeutung dieser Protagonisten eigentlich auch noch viel größer. Die wirkten über die Gruppe hinaus, was man bei Martinu schön sieht. Ja. Bei Toyen habe ich auch nichts gesehen an irgendwie Spuren, Briefen in den Archiven, aber das finde ich sehr spannend. Nicht? Also da merkt man eben, wie Sie sagen, wie quirlig, wie vielfältig die Gruppe war, wie sehr sie, das fand ich auch nochmal sehr interessant, eben wie Sie es auch betont haben, das Ganze dann auch mit der politischen Ambition auch verbunden war bei vielen. Nicht? Und das ist jetzt hier über die Person Nesval, der ja, wie Sie dargelegt haben, so unglaublich viel gearbeitet hat und publiziert hat, dann die Verbindung gab. Ja, weil das ja auch immer so eine Frage auch in der Toyen-Forschung ist, ist es ein politisches Exil gewesen, wenn sie 1947 nach Frankreich geht oder nicht? Und man muss, glaube ich, sagen, beides. Also da ist einfach der Anschluss an eine surrealistische Community, die in Frankreich für sie zu diesem Zeitpunkt noch besteht. Aber es gibt eben auch den Druck durch die sich abzeichnende kommunistische Machtübernahme, die ja auch sagen, demokratisch legitimiert ist auf eine gewisse Art und Weise, aber wo ganz klar ist, und das zeichnet sich bei den Mitgliedern der Gruppe ab, die in Prag bleiben, dass der Druck dann enorm ist und es keine Publikations- oder Ausstellungsmöglichkeiten mehr gibt für die Surrealisten in Prag nach 1948. Und dann verlagert sich das eben ins Ausland und nach Paris. Also das hat eine wirkliche Zwangsläufigkeit dann auch. Ja, und gleichzeitig eben, wie Sie auch dargelegt haben, nimmt sie eben genau das, diesen Strang, diese Erfahrungen und die auch die Strategien mit, was mir aufgefallen ist, Sie hatten das gezeigt, das Gedicht von Nesval, eben Stimme des Waldes, das endet ja, Stimmen des Waldes, die den Wind erstaunen, Nacht oder Liebe, nicht Nacht, nicht Liebe, Liebe und Nacht. Und diese, vielleicht können Sie da noch mal was sagen, weil das ist ja sehr spannend, diese doppelte Negation, wie das dann eben auch zu diesem Dreischritt zu einer Synthese führt, weil das wird immer wieder bei Toyen auftauchen. Das ist 36 ja auch in der Publikation zu Macher, weder Schwan noch Mond, Schwan und Mond. Und wir sehen es in der Ausstellung, da gibt es diesen Zeichnungszyklus, das ist ja das Erste, ist, was sie macht, als sie dann im Exil in Paris ankommt. Weder Stein noch Flügel, Flügel und Steine. Also sie wird immer wieder darauf zurückkommen, was hier anscheinend Nesval als Erster so formuliert hat. Können Sie? Ja, einerseits sieht man, wie das assoziativ das Bild aufgreift. Sie haben das vorhin ja so schön beschrieben, dieses Gefieder, also die organische Materie, die da ist, das wird alles sozusagen als Motiv aufgegriffen im Text. Manche Elemente finden sich dann eben im Libretto wieder, aber auf eine wesentlich konkretere Art dann wieder tatsächlich übersetzt in so eine tschechische
Musiktradition, auch würde ich sagen, mit diesen Motiven, mit den Jagdmotiven, den Märchenmotiven, die Nesval integriert. Und das Gedicht selber ist in dieser doppelten Negation, zeigt das auch so stark, finde ich, wie sich etwas auflöst und wie dieses Bilder oder diese Bilder, die Nesval hier poetisch fassen möchte, sich nicht fassen lassen. Also das ist für mich eigentlich der sagen, verbale Ausdruck der, des Vergänglichen, des Ephemeren dieser Erinnerungsbilder und poetischen Bilder, die sich eben nicht festschreiben lassen. Genauso, das hast du ja auch sehr schön, hat die Ivana Rentsch sehr schön beschrieben, auch diese Flüchtigkeit des Tons. Also da ist etwas, was wir auf verschiedene Arten und Weisen durch die Malerei, durch die Musik einkreisen, umkreisen, aber wir können es eigentlich nicht festschreiben. Und das ist auch so ein zentraler Aspekt des Surrealismus eigentlich, dass das nicht möglich ist, aber die Arbeit ist, die poetische, künstlerische Arbeit, die in den Bildern, in den Texten, in der Musik steckt. Und diese Arbeit besteht häufig, habe ich den Eindruck, eben durch das Spiel mit Gegensätzen, ne? Indem ich Gegensätze zusammenbringe. Eigentlich ja, ist es ja das Prinzip der Kombinatorik, ne? Was der Surrealismus sehr häufig benutzt. Und da habe ich nochmal, fand ich sehr spannend, wie Sie gesagt haben, wie es eigentlich unmöglich ist in der Musik. Ja, wie arbeitet man kombinatorisch in der Musik? Ist das eine Strategie, die in der Musik so nicht ging? Also so richtig Fuß gefasst hat das nicht. Vergleichbar wäre es vielleicht mit der Richtung der Aleatorik. Meiner Meinung nach der erste aleatorische Komponist war Georges Montaigne, der Dada ist, aber der hat aus dadaistischen Beweggründen kam da auf die Idee, dass diese Zusammenhänge zwischen den Tönen, die sind ja menschgemacht, wenn ich einen C-Dur-Akkord schreibe und dann G-Dur, ne, oder von C zum G gehe, also diese Beziehung der Töne, die Breton ja gar nicht hört, dass wenn man dadaistisch sein will in der Musik, dann muss man das negieren, diesen Zusammenhang. Und wenn es nicht der Mensch macht, muss jemand anders tun. Und Montaigne hatte dann die Idee, er macht es mit einem Roulette. Ne? Also auf dem Roulette war jeder Ton, statt der Zahl war es halt ein Ton. Und dann hat er sich so eine Komposition per Roulette zusammengestellt. Aleatorik meint Zufall, Zufallsmusik. Es gab auch jenseits des Dada, gab es eben die Idee, aleatorisch zu komponieren mit Würfeln oder so. Ne? Also dass man diesen Zusammenhang dann durch Zufälle generiert. Aber das Problem ist, A, nutzt sich es auch ab und B, ist es auch eine menschliche Entscheidung zu sagen, dieser Ton, also die Nummer eins ist dann ein G. Ne? Also sie können sich der Verantwortung nicht entziehen, wenn sie irgendwas kreieren. Und insofern führte das auch nicht sehr weit. Also es ist, ich fürchte, jenseits von diesen drei Möglichkeiten, also Jazzmusik, die paar Klangbilder, die man finden kann oder konstruieren kann, oder zu sagen, die Klangebene an sich ist die Surrealität, gibt es, also ich habe nicht mehr gefunden. Ich finde es unheimlich spannend und auch hilfreich, diese Systematik da jetzt mal endlich zu sehen, wo es immer eigentlich wirklich ein Riesenproblem ist, Musik und Surrealismus. Und ich finde toll die Lösungen, die Sie da, ja, großartig, ja, und die Poesie, um auf dem Weg über diese Gegensätze, eigentlich versucht sie ja das, was Frau Tippner auch sagte, was André Breton dann doch im zweiten Manifest der 1930 schon formuliert hat, eben an diesen geistigen Standort zu kommen, wie er sagt, von dem aus Leben und Tod, Reales und Imaginäres, Vergangenes und Zukünftiges, Mittelbares und nicht Mitteilbares, oben und unten nicht mehr als widersprüchlich empfunden werden. Das ist ja das Ziel von allem, dass diese Kategorien und scheinbaren Gegensätze, die wir machen und die wir sehen, aufgehoben werden. Nicht? Ja, jetzt sind wir schon so weit in der Zeit. Dennoch wollten wir auch Fragen vom Publikum, wenn es welche gibt. Es gäbe auch ein Mikrofon. Gibt es eine Frage? Oder gibt es auch Fragen unter Ihnen vielleicht, die Sie auch noch mal aneinander hätten angesichts eben der ja, unglaublichen Fülle der Beiträge von Ihnen beiden vielleicht auch?
Ich glaube, dann haben wir einfach ganz viele Anregungen mitgenommen und Sie vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, was was wirklich der Kontext war, aus dem Thoyen stammte und als Breton dann ja 1953 eben dann im Exil und das nach dem Tod von Jenrich Heißler, der ja dann der nächste Weggefährte ist, mit dem Thoyen ins Exil geht und der dann eben leider im Januar 1953 stirbt, was er dann fasst und was das Zitat in unserer Ausstellung auch ist, von jenem Prag, was bleibt von diesem Prag, von all den sprudelnden Ideen und Hoffnungen, die dort intensiver als irgendwo anders aufschäumten, von jenem leidenschaftlichen Austausch im Stil von Menschen, die nur die Verschmelzung von Poesie und Revolution suchten. Was bleibt uns von all dem? Es bleibt uns Thoyen. Und jetzt wissen wir, glaube ich, ein bisschen mehr, von was er da schwärmt, nicht? Von diesen leidenschaftlichen Ideen und von diesem intensiven Austausch dieser Menschen in den 20er, 30er Jahren in Prag. Ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Frau Tippner, liebe Frau Rentsch, für Ihr Kommen, für Ihre unglaublich vielen Anregungen und für Ihr Engagement für diesen Matinee. Ich möchte auch ganz herzlich Ife Tak danken, die als Assistentin das alles möglich gemacht hat. Ich möchte Sie einladen, dass Sie die weiteren Veranstaltungen weiter besuchen, ob digital ist es jetzt erstmal oder auch real, denn wir sind ja jetzt beim Krieg geendet und damit geht es weiter in der nächsten Veranstaltung mit Professor Josef Wojwodik, der am Donnerstag einen Vortrag halten wird. Da machen wir jetzt nochmal die Folie. Danach kommt Herr Professor Hinrich Thomann, der auch über die Zeit des Krieges reden wird, der als Neffe von Heißler auch noch persönliche Erinnerungen an die Künstlerin Thoyen und Heißler haben wird. Und es wird am 3.2. dann noch einen Abend mit Jaroslav Rudic geben, wo es übrigens, und das ist dann wieder das Zurückkommen zur Musik, auch eine Einspielung von der Band geben wird, die 1980 sich begründet hat mit dem Titel Thoyen. Da hat sich eine junge Band auf die Künstlerin bezogen und wir werden hören, wie die versuchen, das Werk dann in die Musik zu übersetzen. Ganz herzlichen Dank, besonders an Frau Rentsch und Frau Professor Tippner. Und jetzt habe ich noch eine kleine.